Ja, auch wenn es schön ist, ich wollte gerade sagen. Ja, aber kann er da rein? Ich meine, wäre das unser Tod? Oder ist vielleicht ist da unten ja ein Schalter drin? Aber die Frage ist halt, wenn wir dann keinen neuen bekommen. Würfelschalter. Ich riskiere es. So. Ja, mach's. Tu es. Oh. Ein bisschen weiter runter. Wahrscheinlich ein bisschen weiter hoch. Ja. Ja. Mhm. Ist so spannend. Da oben hast du ihn gesehen. Das. Pass auf. Moment. Ja, ich hab's gesehen, der aber... Da unten... Na, jetzt liegt er da. Da ist ein... Nein. Er ist hängen geblieben. Du meinst, da unten ist ein Katapult, oder was? Ja. Sprich, da müssen wir rein. Denke ich. Nee, wie sollen wir denn da reinkommen? Na, genauso wie du es vorhin vorgeschlagen hast, oder? Du könntest da doch vielleicht reinkommen. Mit dem da hinten. Jetzt bin ich aber schon wieder komplett woanders, als ich sein wollte. Warum bist du denn immer woanders? Oder als ich einen sollte. Ja, weiß ich ja nicht. Ist ja 5, ha? Vor allem, wenn, ja, das ist ganz besonders flauschig. Vor allem, wenn wir da jetzt nicht irgendwie den Würfel da wieder wegkommen, dann sind wir tatsächlich verloren. Ja, also müssen wir dich da oben reinkriegen, komm. Und wo ist überhaupt der Ausgang? Wahrscheinlich da unten drin. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder es öffnet sich irgendeine geheime Tür. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich baut sich einfach die komplette Kammer hier, baut sich komplett auseinander und dann... Wir spielen gerade in einem Transformer. Genau. Ah. Im Kopf so. Von Optimus Prime. Der Optimus Prime. Prime. Hallo, ich bin der Optimus Prime. Reicht nicht. Zack, bumm, tot. Tja, Pech. So. So, jetzt aber echt mal. Ja. Mal ganz ehrlich jetzt. Ja, keine Spielereien. Nee. Wie sollte ich denn... Wo wirst du denn ungefähr aufkommen? So ungefähr... Da, ne? Ist ja irgendwo da, wo es passt halt. So, okay. Dass ich hier noch ein Portal hinsetzen kann. Aber es wird nicht funktionieren, sag ich dir mal. Ja, so. Gut. Dann... Nicht sicher. Ja, mach's trotzdem. Ich glaube, du musst erstmal dein Portal unten hinsetzen und dann... Nee, du bist erstmal dran. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so quer durch... Ach, also, ne, so hochkant. Ist ja doof. Ob ich da hochkantieren kann. Ich verstehe, was du meinst. Ja, das verstehst du mehr als ich. Ich spring trotzdem mal. Ja, ich sehe dich. Hui, ich bin total... Wo bin ich eigentlich? Ach da. Ja, das war falsch. Ja. Oh, das war schon mal nicht schlecht. Ich weiß. Oh, das? Das liegt in meiner Naht. Au! Tour. Hi. Du bist ja weit gekommen. Ja, immerhin bin ich hier gelandet und nicht gestorben. Das ist ungünstig jetzt. Ja, es kann sich ja jederzeit wieder jemand umbringen. Ne? Ist ja... Aber der Würfel liegt halt da. Ich glaube, der Würfel muss dass der dann da reinfliegt und dann... ich meine, er kam ja hoch, ne? Das heißt, er würde dann da oben in dem Dingen hängen. In dem... Peter. Aber was bringt's? Dann könnte man ihn da runterschmeißen und hätte den hier. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Verstehst du? Ja, dann muss der da weg. Oder wir bringen uns einfach kurz um. Wir starten neu, meine ich. Ich befürchte es. Lass uns neu starten, komm. Ja. Komm. Komm. Soll ich's tun? Tu es. Komm schon. Level neu starten. Das mache ich in letzter Zeit ständig irgendwie. Ich glaube auch. Ist es eigentlich Schmumeln? Nee, ne? Wir müssen ja jetzt einen Fehler beheben. Schmumeln? Was ist denn Schmumeln? Kennst du Schmumeln nicht? Nee. Schmumeln ist sowas wie. Ich kenne Mümmeln und Schmunzeln. Nein. Sowas wie, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, das gibt's noch nicht. Ja. Dann, ich lass dich so lange stehen, bis dir das Wort einfällt. Okay. Weil man weiß ja, unter Druck kann man immer am besten denken. Ja. Da fällt einem immer alles sofort ein. Ja. So, wir wissen ja jetzt, wie es geht, ne? Ja. So nicht. Richtig. Das war für die... Wofür war das denn? Genau. Der fällt aber auch lang. Hallo, hast du mir ihn weggenommen? Ich glaube, den brauchen wir noch überhaupt nicht. Nö. Obwohl, na doch, den brauchen wir. Ah,
Ah, schmeiß den doch noch weg. Kommt doch wieder. Das ist kein Abfalleimer Pauz da unten. Klar brauchen wir den. Die ganze Menschheit geht doch so mit den Meeren um. Indem sie da Würfel reinschmeißt von Bälle. Aperture Science. Ja, genau. Ja, runde Würfel halt. So. Was hat hatte der was gemacht? Ich hatte ja die Fahrstühle da gefahren, klar. Was wollte ich denn? Mach du auch mal was Sinnvolles. So viel zu sinnvoll. Das ist... Ja, gut. Aber es funktioniert. Ja, ich glaube... Man müsste noch richtig schießen können. Ja. Tja. Da hast du Spaß dran, ne? Ja, na klar. Ich finde das super. Oh. Hauptsache mit Bällen spielen. Oh, ich kann das irgendwie nicht. Du meinst werfen? Ja, hat super funktioniert. Wir schaffen auch gerade überhaupt keine Zeit. Nein, gar nicht. Du musst ja jetzt erstmal wieder darüber. Ich muss darüber? Warum? Um den muss Würfel. Darüber? Dann kommt doch der Würfel nur raus, oder? Ja, einer muss darüber. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Ich kann auch darüber. Es ist, wie bist also du nochmal? Ja, ich kann ja auch darüber. Ah nee, wir müssen ja erstmal darüber. Da, der, ja, nee. Nee. Doch. Doch, der fuhr ja hier die Teile aus, das stimmt schon. Genau. Wir machen es jetzt mal in der richtigen Reihenfolge. Okay. Genau, du hast das schon Skill, du machst das. Hui. Hi. Ah, siehst du mal. Batz Spencer. Jetzt sieht man immer noch das Ding hier aus. Sting? Aber du siehst da unten. Bud Spencer, ja, das, und Sting. Das ist aber eine interessante Sting oder was? Sting, ja. Den Sänger, ja, meine ich. Ja, natürlich. Tschüss. Wochen. Soll ich hier runterspringen? Ich glaube, ohne Toad ist das nicht zu machen. Okay, ich war Sting. Ja wahrscheinlich schon, aber... Ich Sting mal hier runter, ne? Ah, der Ball hat mich gerade gehauen. Der hat mich angeballt. Ja, das war auf der... Das ist wie so ein schlechter Witz, so ein auf Rolli. Was? Du darfst... Du springst immer runter. Ich muss sagen, so schlecht fand ich den gar nicht. Ich schon. Ich fand ihn gut. Ich schäme mich ein bisschen, aber... Ja gut, eigentlich für dich jetzt, weil du den gut findest. Ach Mist, du musst jetzt auf die andere Seite, glaube ich, ne? Nee, du musst dann... Ja, ich muss auf die andere Seite, aber... Du musst erstmal hoch. Ja, eben. Ach nee, okay, das war ja... Ja, ich erinnere mich. Nach links, bitte, jo. Ja, okay. Und warten, bis der andere unten ist. Okay. Dann rüber springen. Ja! Ah. Oh, jetzt kann ich sogar hier rüberkommen. Wobei das mit dem darüber springen ja jetzt eigentlich erst notwendig. Hä? Ein kleiner Logikfehler. Das stimmt, ja. Eigentlich ist es ja, ist die Brücke wahrscheinlich für den, ne? Ja, genau. Aber da, das geht aber ja da gar nicht. Aber ich kann da in den anderen Teil ja nur kommen. Ja. Wenn denn... Yes. Ich bin abgerutscht. Wenn denn das funktionieren kann, ich hau da mal. Kann ich das? Zack. Oh. Zack. Wow. Komm, du schaffst es. So, bitteschön. Der geht doch kaputt. Stimmt, verdammt. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Ich weiß es nicht. Wie haben wir das denn vorher gemacht? Was? Einfach dahin oder was? Ja, komm, Würfi. Ich meine, Balli. Du musst ihn fangen. Ich bin da drüben nicht, ne? Ach so. Das macht's nicht einfacher. Du, ich glaube. Ja, dann gehe ich mal darüber. Oder nee, wo bist du jetzt? Ah, du bist immer noch da hinten. Stern. So, ich fliege da mal rüber. Hatten wir nicht irgendwo einen Stern vorhin? Ah, oh. Aber gerade so. Wo ist er? Ach da. Hier bin ich. Ich schwebe. Du. Ich schwebe mit. Ich bin a Schwäble. 3 Ä. Ich schwebe. Hatten wir nicht vorhin irgendwo einen Stern? Oh, wir brauchten die Kugel dahin. Ja, aber wie haben wir die Kugel denn vorher? Ach ne, wir hatten die da. Da ist ein Stern. Das ist... Wie können wir die Kugel denn hier hinbringen? Na, wenn wir da drin sind da oben ein einfach ist? Durch.
Ja, aber das haben wir ja vorher schon so gemacht. Dann müsste man quasi die Kugel über das Feld hinüberhalten. Warte mal. Nee. Du hast, glaube ich, du denkst gerade viel zu kompliziert. Wir haben noch da ein Portal hingelegt und da ein Portal hingebappt und dann sind wir einfach mit dem Ball zusammen darunter gesprungen. Ja, aber dann müsste trotzdem jetzt einer da hinten hin. Da. Also einer müsste sterben. Schon wieder. Du, aber du bist da hinten noch an so einem schönen Platz. Der ganze Weg umsonst für dich. Ist ja nicht so schlimm. Natürlich ist das schlimm. Wahrscheinlich war das total doof, aber egal. Natürlich ist das total doof. Das hast immer nur gemacht, ey. So, ja, das ist. Hätte wenigstens die Würfel noch geben können. Was ist das schon wieder hier? Wir suchen uns auch immer die einfachsten Maps aus. Hast du gesehen? Ne? Ich habe richtig den weggekickt jetzt diesmal. Nee, habe ich nicht gesehen. Muss ich mir bei dir nochmal anschauen. Müsste ich ja deine Videos schauen. So, da kommt da. Hep. Hast du ihn? Thank you. Sauber. So, jetzt geht auch hier drinnen das Ding auf. Das war vorher nämlich verschlossen. Und ich kann hier, genau. Da war gerade der Würfel. Ich setze erstmal das oben hin. Ja, ziemlich in die Mitte. Da, wo deins gerade war. Ich glaube, ein bisschen tiefer. So. Dann musst du dich auf den Knopf drauf. Schnell, ganz schnell. Oh. Klappt. Oh. Siehste mal. Oh. Ja, es klingt so schön, wenn du das machst. Wie ein Elch. Röhr. Oh. So, was passiert? Es dreht sich um. Ja. Du kannst jetzt hier wieder herkommen. Hui. Wo bist denn du lang gesprungen gerade? Wie, wo bin ich lang gesprungen? Bist du überhaupt gesprungen? Ah, nee, da vorne ist ein Katapult. Ja, das ist ja da hinten halt. Da, wo du eben vorhin warst. Ja, verstehst ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Da. Damit wäre ich dann aber nur zu dir gekommen, glaube ich, ne? Ach so. Denke ich jetzt mal. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich sterbe gleich nicht. Wobei, das wird ja nicht durch Portale ausgelöst gerade. Ich glaube, ich werde gleich gekreuzt. Ich fliege mal hier weiter, ne? Was kommt denn dabei raus, wenn... Wieso fliegst du denn da rüber jetzt? Weil da muss man ja rüber. Ja, weil hier ist so eine Fläche. Ja, das habe ich gar nicht. Was ist da drauf? Was sieht man da? Eine Sprungschanze. Nein, du guckst bei mir nicht. Du siehst bei mir nichts. Nein. Jetzt ganz vorsichtig rückwärts. Genau. So, ich bin... falls ich nicht mehr leben sollte, ne? Ja. Sag meinen Nachfahren meinen nicht vorhandenen Bescheid. Hä? Okay. Huh? Oh. Ach, hier ist ein Ausgang. Ach nee. Hi. Ich glaube, du hättest da tatsächlich da hinten bleiben sollen. Ja. Dann hättest du ja hier einfach hochspringen können. Ja. Dann wären wir jetzt durch. Aber nö. Wie kommst du jetzt hier hoch? Du müsstest irgendwie in das Blaue springen. Wobei, kommst du von da unten da ran? Ich glaube, das ist zu... Oder? Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ach, gib dir mal Mühe. Ich habe die Leertaste gleich bis auf meinen Boden runtergedrückt. Durch den Tisch durch. Unter dir ist doch auch noch eine Wohnung, oder nicht? Stimmt, ja. Tatsache. Gibt's einen. Nee, das ist ja jetzt umgedreht. Glaub, das ist ja das Böse. Ich glaube. Wir haben schon wieder verloren. Nein. Ich kann jetzt auch einfach darüber gehen. Das stimmt natürlich. Das ist so pragmatisch, was du da machst. Oder einfach mal sterben. Das ist auch sehr pragmatisch. Also pragmatischer geht's eigentlich nicht. Nee. Da braucht man nicht viel Theorie für. Oh. Hopp. So, ich könnte jetzt nochmal runterfallen hier. Das wäre toll. Ah, sieht schön aus von da oben. Du sollst immer bei mir gucken. Na, ich habe ja sonst nichts zu tun hier in der Wurst. Ich guck jetzt die Decke an. Okay. Die ist auch so schön. Zähl mal nach, wie viele das eigentlich sind. Wie viele Kacheln.
Ja, wenn du ständig so hin und her wackelst, dann wird es schwierig. Zähle! Zähle! Hast du kein fotografisches Gedächtnis? Nee. Auch kein fotogenes Gedächtnis? Nee. So ein besonders hübsches Gehirn oder so? Was komm, ständig, ne? In Katalogen abgebildet wird? Ja, komm hoch. Hey! Was im neuen Brains for You abgebildet wird, so was sich langsam auszieht. Ja. Dass man die verschiedenen Stirnlappen waren das ja gar nicht, Gehirn. Ihr wisst schon. Ne, das ist die. Und so, wir können ja mal rausgehen. Oder möchtest du noch weiter in die Gegend starren? Nee, ich bin. Ja, Verwirrung war es begrenzt. Also ist schon vorhanden, aber Panik war jetzt nicht so. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man das komplett ohne Sterben schaffen kann. Was wir da ganz am Anfang fabriziert haben. Ne, mit denen hier, mit denen vorne. Ja. Da müsste ein Schalter. Ich meine, wenn wir nicht den als erstes bräuchten, dann wäre es möglich wahrscheinlich. Aber so anscheinend, ich weiß auch nicht. Ich bin kein Fachmann. Ich auch nicht. Hier nur. Genau. Und kommentiere irgendwelchen Mist hier zusammen. Ne? Jo, bin ich voll auf deiner Seite. Du kannst ruhig ein bestätigendes Ja sagen. Es ist kein Geheimnis. Reicht nicht auch ein Jo? Ja. Ja. Nö, eigentlich nicht. So. Nö. Daneben nicht. Die Panik ist groß. Dumbhole. Groß ist ja was anderes. Die Panik ist groß, verwirrungslos. Von Tleib. Tleib? Ja, war doch ganz Judy. Ja, das finde ich auch. Funst, ne? Läuft. Funktionopelt, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Ich würde sagen, was passiert denn mit meiner Stimme? Ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich merke das schon, aber irgendwie... Wenn man zu lang mit einem Menschen Zeit verbringt, weißt du, dann nimmt man irgendwann halt auch dessen Eigenschaften so ein bisschen an. Das können aber nicht meine Eigenschaften sein. Warum nicht? Die halte ich ganz fest hier. Die sind verschlossen, meinst du? Nee, die kannst du doch nicht annehmen. Ach so. Ich kann auch nicht annehmen, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist. Ist sie das denn? Ja, doch. Du wirst plötzlich so schweigsam. Ja, nee, ich habe... Ist das die Trauer, die dich gerade auffrisst, weil wir uns schon wieder trennen hier? Ja, das ist immer so schwer für mich. Okay, reicht dann auch? Ja, ich wollte gerade fast schreien. Was? Wie ein kleines Mädchen. Ah gut. Lieber nicht. Habe ich euch geschont. Nachher glaubt uns noch jemand. Ja. So, tschüss. Tschüss.